Wagen sind auch hoch. Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier von der EM in Berlin. Social Media, YouTube Area. Und da haben wir mal ein etwas Besonderes. Und zwar haben Tati und Chong überraschenderweise sehr spontan dasselbe Deck gespielt. Und das werden wir euch natürlich zeigen. Ja, Mann. Was haben wir gespielt? Jo, Jungs, was geht ab? Wir haben Cosmo de Mais gespielt. Ja, wir sind ja die Cosmo Boys. Und ja, ich habe sozusagen das Deck von Chong übernommen. Ja, ich habe das Cosmo de Mais wirklich nicht getestet, nur ein bisschen. Habe mich dann in letzter Sekunde umentschieden. Und ja, Chong meinte, das Deck hat er auch ein bisschen gespielt, oder? Also ich habe es halt zu Hause getestet. Ich habe auch Fire King getestet. Das Problem war immer bei mir, Fire King Combo hatte ich echt selten. Aber da hat man aber echt mehr Möglichkeiten zu spielen und dann dachte ich mir, das ist echt zu, wenn du 8 Runden lang Fire King Cosmo spielst, ist es echt zu viel Kopfschmerzen dann. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, Demise zu spielen und einfach alles Set und dann Tinken Demise und das war es einfach. Und viele sagen auch, dass Cosmo Demise das beste Cosmo Deck ist. Genau, deswegen. Ja, deswegen haben wir mal das mal gespielt. Fangen wir mal an. Ja. 3 Tinken habe ich gespielt. Eigentlich die beste Karte muss man haben, also wenn du sie Start hat, also du willst sie unbedingt auf der Starthand haben, einfach die beste Cosmo-Karte, oder? Ja, der Sucher des Decks halt, unbedingt, ja. muss. Dann haben wir einen Strawman gespielt. Also viele spielen keinen Strawman, wir haben einen Strawman gespielt. Man muss sagen, er kommt im Late Game auf jeden Fall gut, weil schon dann immer schon viele entfernt sind. Ja. Bei mir kam er mal auf der Starthand und deswegen immer weiß es tot, Mann. Also bei mir kam er immer richtig saftig mit... auch mit der Combo, dass ich dann auch gleich hier die Combo machen kann mit Destroyer. Ja. Also der war echt gut. Dann haben wir natürlich, haben wir 2 Farmgirl gespielt. Ehrlich gesagt, 3 braucht man nicht und 1 ist echt zu wenig. Ja. Und mit 2 habe ich echt oft OTKs hingehauen. Ja. Echt brutal geil. Karte kommt ziemlich gut, wenn man viele Fallen spielt, das gegnerische Feld cleart und dann kommt Farmgirl hinterher. Ja, auch ein super Sucher. Ja. Wir haben eine Lady gespielt. Bei mir kam eine Lady echt immer gut. 2 wären auch zu viel gewesen, weil ich habe sie echt oft auf der Starthand gehabt und habe sie eigentlich immer mit Town wieder reingemischt. Und 1 war halt echt perfekt mit Destroyer, dann, wenn du jetzt zum Beispiel gegen BA spielst, dass du da halt zum Beispiel die Beatrice noch negieren kannst und irgendwas negieren kannst, ist echt gut gewesen. Ja. Wie war sie bei dir? Ja, braucht man nicht viel sagen. Super Karte, also ein Muss. Oh mein Gott, meine Lieblingskarte. Jetzt dann 3 Slipwider haben wir gespielt. Ich habe sie... beste Karte gegen Pendeldecks. Hat immer die Scales geschossen und auch manchmal gegen andere Decks halt Peak of Fire zum Beispiel die Backrow und sowas. Also bei mir kam Slip Rider, war an dem Turnier echt eines der besten Karten. Ich habe im gegnerischen Zug, in der gegnerischen Endphase immer so viele Faxen gemacht mit Tinker, mit der, mit Oase, mit Call. Ich habe dann immer so ein paar Minuten gespielt oder und dann habe ich echt krasse dann Felder dann in meinem Zug dann hingelegt. War echt geil. Also Slip Rider echt eine dreimal ein Muss mittlerweile. Ja. Dann haben wir einen Forerunner gespielt. Oh yes. Für mich war Forerunner auch fast eigentlich die beste Karte, weil ich habe echt immer Lebenspunkte gebraucht. Und die hat immer 1000 zurückgegeben. Das war echt immer gut. Echt perfekt eigentlich. Ja, aber Forerunner echt geil, Mann. Also man braucht auf jeden Fall eins, weil mit Tinker willst du auch große Schiffe aufholen und dann mit Mojo und so. Ist echt gut. Natürlich, die brauchen wir nicht darüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden. Bestes Schiff. Das waren 14 Monster jetzt. Und Zauberkarten, natürlich 3 Demise, mit Tinken und Demise, echt super saftige Combo immer dann. Brauchen wir nicht reden. Dann noch als Draw Engine nochmal 2 Pot gespielt. 3 waren für mich zu viel. Ja. Und weil ich doch mit Strawman ein bisschen mehr specialen kann. Und deswegen habe ich 2 gespielt, um es einfach so Start zu haben mit Demise. 2 Teleport und dann noch 3 Town. Town ganz wichtig in dem Deck, einfach dass man dann tote Monster, die man dann wahrscheinlich in der Endphase abschmeißen müsste, je nachdem ob man dann Call verdeckt hat oder nicht, wieder ins Deck reinmischen, dann wieder neu ziehen. Also Cosmo Town, echt sehr, sehr wichtige Zauberkarte. Ja, ja, das waren auch die Zauberkarten, ich glaube es waren 10. Jetzt kommen wir zu den Fallen. Wir haben jetzt 3 Strike gespielt. Strike. Muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob ich es auf 2 cutten würde, aber 3 waren echt eigentlich immer perfekt, um sie einfach schneller zu ziehen, um einfach zu haben, wenn du mit dem Meister hast, alles setten und dann halt hast du halt gegen Pendel auch 3 Strike-Subs einfach echt gut eigentlich. Ja. Gegen manche Decks vielleicht ein bisschen weniger gut, vielleicht gegen BA ein bisschen weniger gut, aber hat seinen Teil erledigt für mich. Eine Warning.
braucht man nicht viel sagen zur Warning. Ja. Wir haben jetzt 2 Oasen gespielt und 3 Call. Also noch eine Oase wäre zu viel gewesen, also 5 waren eigentlich perfekt, fand ich. Ja. Der beste Fallenkarte in Cosmo, kann man nichts dazu sagen. Muss man 3 spielen? Ja, man, immer im gegnerischen Zug dann. Beste Karte. Es gibt nicht erzählen. Cosmo einfach in der Endphase vom Gegner geben, dann Farmgalo und tot, man. Genau. Verstehst. Alles gut? Ja, warte kurz. Wir haben eine Starlight Road gespielt. Die kam, also bei mir kam die einmal echt saftig oder auf Twin Twister. Direkt dann Stardust geholt. Also echt gute Karte, ja. Also bei mir kam sie zwar nie, aber wenn ich sie set hatte, immer dann war ich immer richtig safe. Dachte mir so, okay, hau alles raus, egal ob der irgendwas hat oder so, TT, egal, scheiß drauf. Hauptsache ich habe eh Starlight Road, setzte 5, egal. Einzige vielleicht Problem ist, irgendwas wollte ich sagen. Ja, eigentlich weiß ich jetzt nicht mehr, aber okay. War gut. Eine Chaos Trap Hole. Ich hätte gerne 2 gespielt, weil ich doch gegen viele Cosmo und gegen viel Pike Fire gespielt habe. Ich hätte auch gerne 2 gespielt, also ich finde Chaos Fire Urube echt krass gegen Dante, gegen Beatrice, gegen Cosmo, gleich auf Tinken. Dann ist der Gegner meistens tot, wenn er keinen Teleport hat oder irgendwas. Genau, ja. Ja. Und noch eine Falle, die ich gespielt habe, war hier die ertränkende Spielkraft. Die kam echt immer saftig, ja, Mann. Richtig geil. Immer wenn der Gegner zum Beispiel nicht erwartet hat, dass ich irgendwelche, dass ich nichts mehr habe oder so, dass ich nur Call habe, tote Calls habe, tote Strikes habe, greift mit allen an. Und in Cosmo, dem Mais, spielst du ja sowieso nicht viele Monster. Manch kann auch sein, dass du viele Schiffe auf der Hand hast. Dann kommt die echt immer gut. Ich hatte einen Spielzug gegen Pike Fire, da hat er gedacht, er kann mich OTK'en, hat F-Zero gemacht und alles, meinen Destroyer übernommen, hat mit allen angegriffen. Dann habe ich die aufgedeckt und dann dachte ich so, oh shit. Tot. Dann habe ich Call aktiviert und dann war es Game für ihn einfach. Da kam er nicht mehr zurück. Also die war echt super softig. Wie kam sie bei dir, Tati? 2 oder willst du eher so eine spielen? Nee, Mann, eine zu wenig, 2 auf jeden Fall, 3 zu viel vielleicht, aber ich hätte sie gern öfters gezogen. Ich finde die Karte auch wirklich sehr gut. Tut einfach lästige Karten einfach zurück ins Deck. Ja. Richtig geil. Kommen wir zum Extra Deck. Wir haben einen Omega gespielt, weil ich auf der DM gegen viel Fusionist, gegen 2 Fusionist gespielt habe und deswegen habe ich 1 drin gehabt. Stardust ist klar wie Starlight Road. Da haben wir die Engine gespielt, Lancelot und diese Spinnen. Ja. Zwar einmal die Chance gehabt rauszubekommen, aber habe sie nicht gebraucht. Aber Option ist halt da gewesen. M7, Pleiades. Pleiades echt super. Ja, der hat mir zweimal echt geholfen. Also deswegen Slip Rider echt auf 3 echt krass, weil Pleiades echt eine super Karte ist. Ja. Also ich habe sie nie rausgebracht, aber Option war immer da. Nova Infinity braucht man nicht sagen. Volcasaurus Gaia braucht man eigentlich auch nicht viel sagen. Gaia auch ganz wichtig. Dreier. Braucht man auch nicht viel sagen. Standard Exit Dreier, ja. Genau. Und hier ein Dante noch. Ein Dante für unser Winter Blossom, genau. Ja. Die waren halt echt gut, immer auch wegen BA, weil die BAs, Pike Fire spielt sowieso immer die hier. Ja. Und dann kann man sowieso alles entfernen. Das passt. Das war also unser Extra Deck. Also ich muss echt sagen, ich habe glaube ich nur Infinity rausgebracht, mehr habe ich nicht gemacht mit den Extra. Ich würde eventuell eine M7 rauscutten und einen F-Zero dafür spielen. Ja, finde F-Zero besser als M7. Hier, das haben wir gegen BA gehabt, 3 Blossom, kam echt immer richtig krass. Ja. Einmal Dante entfernt, er konnte nichts mehr machen. Zusätzlich habe ich noch Angst gehabt, weil BA mein Hassdeck ist, haben wir an Flying C gespielt. Kam auch richtig gut. Und ja, wir haben dann noch 2 Ogre gespielt. 2 magischer Duft. 2 Twin Twister. Gegen Monarchen haben wir noch Dings gespielt, 2 Masken, 2 Deflektor und einmal Full House gegen die Mais-Decks. Ja, gegen so Anti-Decks, Mann. Alle Anti-Decks, man weiß ja nie, ob irgendwelche Anti-Decks kommen. Zum Beispiel hier Yuzenju war weit und da waren schon einige dabei. Cosmo die Mais und sowas. Also ja. Full House war echt nicht schlecht.
Ja, Fazit vom Deck. Mir hat es schon getaugt. Ich bin leider nicht gut damit gegangen. Ja, ich habe gegen Monarchen richtig hart kassiert. Bei mir, es lief schon ganz okay, aber die Mais ist schon wichtig in dem Deck. Wenn man die Karte nicht zieht, muss man echt schwer kämpfen. Ja. Aber so an sich mit fallenlastigen Decks echt gut. Ja. Chong ist ein bisschen weiter gekommen als ich. Ja, ich bin Tag 2 gekommen. Das einzige Problem, das wir hatten, war, wir haben uns zu sehr auf Monarch, also ich habe mich zu sehr auf Monarch, Pique Fire und Pendel fixiert und leider nichts im Side gehabt gegen Cosmo. Und an Tag 2 kamen halt 3 Cosmo-Spieler und die haben mich einfach zerstört. Und ja. Das war halt echt, wo ich gesagt habe, hey, ich hätte doch lieber vielleicht was gegen Cosmo reintun sollen. Nächstes Event werdet ihr weiter den meisten Cosmo spielen? Also nächstes Event ist erstmal, muss man mal gucken, weil es kommt eventuell eine Bandlist raus, es kommen neue Karten raus. Da werden wir erstmal sehen. Ich glaube nicht, dass ich Cosmo weiterspielen werde. Ich werde mich mal auf ein neues Deck fixieren, weil einfach, ich glaube, die Zeit da vorbei ist vom Cosmo. Und ja, mein Eindruck davon. Genau, so denke ich auch. Bandlist sagt viel aus und vielleicht passiert auch was mit Cosmo, aber man weiß es ja nie. Und deswegen muss man schauen, was die Zukunft für uns bringt. Ja, aber an sich war es echt ein geiles Deck. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Das war's von uns. Danke euch. Ja. Und schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr von dem Deck haltet. Wir hören gerne auf euch. Servus Jungs. Hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.